Wie bereits am Sonntag drohen auch heute wieder schwere Unwetter in Deutschland. Ab dem Nachmittag kann es schon losgehen. Vor allem vom südlichen NRW bis runter nach Baden-Württemberg können sich einzelne heftige Gewitter bilden, die im Laufe des Tages nach Osten abziehen. Am Abend dann nochmal von Baden-Württemberg über Bayern drohen schwere Unwetter. Vor allem großer Hagel ist dann ein Thema, aber auch Winde, sehr starke Winde. Vor allem, wenn die Gewitter sich linienhaft anordnen, drohen sehr starke Winde bis hin zur Orkanstärke. Wir sind heute wieder unterwegs und werden davon berichten. Und ja, wir haben natürlich auch unsere Kühlbox wieder mit dabei. Falls es großen Hagel gibt, werden wir diesen hier sammeln, damit er hier nicht so schnell abschmelzen kann, weil wir wollen diesen natürlich auch vermessen und eventuell auch wiegen, weil das sind wichtige Daten für die Europäische Unwetterdatenbank. Und wenn auch ihr Bilder habt von großen Hagelkörnern oder generell von bedrohlichen Wolken, dann könnt ihr diese ganz einfach und bequem über die Wetter-Online-App hochladen und ich bin gespannt, welche Bilder uns dann erreichen. Soweit zum Moment hier aus Stuttgart in Baden-Württemberg. Ich bin Marco Kaschuba für Wetter Online.